Gleichzeitig haben die Mercedes-Räderfahrer draußen auf dem Platz eine sehr anstrengende und mitreißende Sportart gemacht. Genau, Tauziehen. Die Fahrer versuchen mit allen Mitteln und Kräften das Seil auf ihre Seite zu bringen. Manchmal geht es sehr schnell, aber manchmal dauert es ein bisschen länger, wie bei diesen beiden Mannschaften. Es kann mal passieren, dass man in einer Sekunde führt, aber das kann sich in der anderen ganz schnell ändern und dann verliert man. Assalamu alaikum, wie ist dein Name? Hamza Butt. Woher kommst du? Altona. Ihr habt gerade im Tauziehen gewonnen, wie fühlst du dich? Super, das ist ja toll. Ich habe zum ersten Mal also mit den Tauziehen gewonnen. Ja, habt ihr irgendwie geübt in der Maschine oder warum seid ihr Erster geworden? Nein, ich weiß nicht, das war an der Kraft. Ja. Und fürs nächste Jahr, was habt ihr euch vorgenommen? Werdet ihr mehr trainieren oder werdet ihr wieder an der Kraft glauben? Wir werden mehr trainieren. Die Sportwettbewerbe sind nun zu Ende, aber neben den sportlichen Aktivitäten wurden die Atfal auch spirituell gefördert. Jede Zone aus der Region hatte in den Wettbewerben Drana und Badbasi teilgenommen. Für Drana hat sich jede Mannschaft sehr gut vorbereitet. Wie hast du dich für Drana und Badbasi vorbereitet? Naja, also die ganze Woche lang habe ich mich mit Safian und Aslan getroffen und da haben wir dann unsere Drana-Training gemacht mit meiner Mutter und von der Mutter von Safian und dann haben wir die ganze Woche lang sowas so gemacht. Manchmal ging es so die und die kamen manchmal zu uns. Und für Badbasi, wie habt ihr euch da vorbereitet? Da haben wir uns gar nicht vorbereitet. Das war nur so Zufall, dass wir einfach mitgemacht haben. Ich habe Safian gesagt, wir könnten ja mal mitmachen und es mal versuchen. Und dann haben wir es auf einmal geschafft und gewonnen. Wie auch letztes Jahr wurden auch dieses Jahr in Amgard veranstaltet. Es wurden verschiedene Clips über Frage- und Antwortsitzungen mit Hazrat Mirza Tahir Ahmed Raziallahu Ta'ala Anhu gezeigt. Und dazu wurden in etwa alle Fragen gestellt. Für jede richtige Antwort gab es einen Preis. Es gab verschiedene Sachen, zum Beispiel Tischtennisschläger, Stifte, Tastaturkleber und vieles mehr. Zwischendurch ist Sadassar gekommen, um sich etwas sehr Spezielles und Neues anzugucken. Zum in Hamburg aus hat ein Sketch vorbereitet. Mit dem Sketch wollten sie nicht nur erreichen, dass sie etwa Spaß haben, sondern dass sie auch was lernen. Sie haben gelernt, dass man in der Schule nie betrügen sollte, auch wenn man dafür nicht anerkannt wird. Nach dem Sketch ging es mit dem Inamgar weiter, aber ein bisschen anders. Es wurden nicht die Fragen aus den Clips genommen, sondern Sadezai hat selber Fragen gestellt und sie von den Atfal beantworten lassen. Das Ijtima näherte sich dem Ende. Alle haben sich für die Endzeremonie und die Preisverleihung in die Halle versammelt. Nach der Preisverleihung und dem Dua war das Ijtima dann zu Ende. Assalamu alaikum. Wie fanden Sie das Ijtima? Alhamdulillah, das Ijtima war sehr gut organisiert von den Organisatoren hier in der Region Nord. Die Atfal hatten auch Spaß. Man sah auch, dass da eine gewisse Organisation hinter dem Ijtima steht. Alles ging nach seinem Ablauf und auch zeitlich beendet. Alhamdulillah, sehr gut. Haben Sie eine Botschaft an die Atfal? Ja, die Botschaft des diesjährigen Regional-Ijtimas deutschlandweit ist eigentlich, dass wir den Wert darauf gelegt haben, auf Disziplin,
zu achten. Unter Disziplin heißt, dass sie auf dem Sportplatz oder wenn sie sich hier verhalten, die 5 moralischen Eigenschaften berücksichtigen. Erstens, immer die Wahrheit sagen. Zweitens, niemanden beschimpfen. Und dann, ich werde jetzt nicht alle nochmal sagen, also das ist sehr wichtig. Und dann nochmal, was Sessab heute gesagt hat, dass jeder Tiffel mindestens einmal am Tag Gramjit rezitiert. Und über allem steht natürlich 5-mal am Tag Namaz. Also das ist A und O für alle Etwal auf der ganzen Welt eigentlich. Irgendwelche Änderungsvorschläge fürs nächste Jahr? Ja, die Vorschläge müssen von Ihnen kommen oder von der Organisatoren aus den Regionen. Denn wir haben jetzt einen Vorschlag für ein Ijtema gemacht. Wir haben dieses Jahr einen Sketch gesehen. Das war sehr gut, damit den Atfal auch bildlich gezeigt wird, wie das hier so in der Schulsituation sind. Vielleicht kann man das nächstes Mal in ganz Deutschland implementieren oder auch direkt auf ein nationales Ijtema. Schauen wir mal.